Hallo und willkommen zurück bei 7 Days to Die Let's Play Together mit der Tibra. Grüß euch! Und mit dem Anduin, grüß euch! So, Tag 35, letzte Vorbereitungen. Jawohl! An unserer Hauptbase. Yep. Ich habe mir vorgenommen, auch noch das Glasdach wegzunehmen und zu ersetzen. Mhm. Durch was? Natürlich Beton. Damit man da einen schönen Laufkanal hat, ne? Mhm. Das ist nicht ganz. Da muss man aufpassen, dann kracht es irgendwann. Nee. Nö. Das ist nicht ganz. So. Bum. Jetzt haben wir die ganzen Frames eingepackt. Das ist noch nicht ganz morgen, ich werde mich da mal ducken. Ja, ich habe im Inventar Forged Iron und Scrap Metal. Alles, was wir noch besitzen. Sozusagen. Pfeilspitzen werden gerade nach oben gemacht. 9mm Munition, die einzige, die wir derzeit können, die ist auch gerade in Betrieb. Ja. Ich habe da Pfeilspitzen schon herinnen. Wir haben noch mit Iron Bars, falls wo noch was fehlt. Wir haben ein bisschen Beton mit, falls wir wo was sehen, was repariert gehört. Mhm. Und natürlich unseren Stacheldrahtzaun und die Holzstacheln. Ja, wir werden versuchen jetzt einmal, also die Tibra hat ja eh schon gesagt, sie will das Dach da drüben in dem Gang noch verstärken. Ja, einen schönen Laufkanal. So, dass man oben schön laufen kann, ja, ohne dass man da ständig auf hat. Wo durchsumpert. Ja, also bis jetzt wäre es noch nie durchgebrochen, so schwer sind wir nicht, aber... Ich vertraue dem nicht. Tibra vertraut dem nicht. Ich bin, ja... Ich mag was Solides unter den Beinen. Stahlbeton ist das Minimum. Aber ich werde immer Zwerg geschimpft. Lass mich doch. Ja, ja. Frau Zwerg. Sag, was du willst. Oh, der Garten floriert auch. Also, sehr schön, sehr schön. So, den hast du dir ja noch gar nicht angesehen. Nein, noch keine Zeit gehabt. Immer nur am Roboten. Ja... Gut eingeteilt, ne? Ja. Wie ist es heute in modernen Ehen? Der Mann wirkt, die Frau redet. Ja, einer muss das sagen haben. Nein, sie redet nicht, sie schafft an. So, genau. Genau. Frau schafft an, der Mann macht. Arbeitsteilung. Genau, sowas nennt man dann Arbeitsteilung. Irgendwas hat sich da verändert gegen früher. Komm nicht ganz drauf. Das war schon so, wie es ist. Ja, okay. Ja, wie wird dann die Nacht verlaufen? Wir teilen uns auf, ne? Damit wir mal schauen, wo es herkommen, die Mistviecher. Ja, also wir werden uns irgendwie diagonal oder so mal aufstellen zu Beginn, dass wir mal sehen, aus welchen Ecken sie kommen. Ich werde eher herunten bleiben. Ich werde versuchen, da diesen Gang, den wir da schon ein bisschen aufgebaut haben. Du hast viel Vertrauen. Ja, ja, ein bisschen Action muss sein. Okay. Ich bin die Feige von uns zwei. Außerdem habe ich einen Sniper am Dach. Der wird mich schützen. Ja, ich bin der Sniper. Wie bei Ghost Recon Wildlands. Ja, aber funktioniert ganz gut. Also, wir machen das. Ja, weil es ist halt nicht das Spiel, was man täglich spielen, man merkt es, glaube ich, auch. Weil ja, für mich ist das generell das erste Mal. Die sich da professioneller anstellen. Tibra macht halt noch zusätzlich das Ganze einhändig. Mhm. Die uns regelmäßig zuschauen, wissen, dass er schon. Ja, aber es ist so bewältigend. Ja, und wir kommen, glaube ich, immer besser rein. Also es gibt jetzt schon einige Folgen, wo wir wirklich sehr professionell unterwegs sind. Immer wieder mit kleinen Schnitzer. Ja, die gehören dazu. Ja, im echten Leben würden wir zwar abkacken, aber ja. So wie im letzten Video, wo Tibra vor lauter Spaß am Panzer überall hingeschossen hat, nur nicht an die, auf die... Maschinenpistolenschützen, die gleich seitlich gestanden sind. Wenn du durch die Gegend düst wie ein Irrer, es geht einfach jetzt nicht, das Geschütz zurückzuhalten. Da sind wir gestanden, du solltest einmal deine eigenen Videos anschauen. Echt jetzt? Mhm. Und die stehen circa 10 Meter Abstand von uns und balzen auf den Panzer drauf, glaub, bis er explodiert. Ich glaube, die habe ich nicht gesehen. Ja, ich habe es gemerkt. Ich habe es auch nur, glaube ich, 5-mal gesagt. Schießt die seitlich.
Bei dem Baum, dort, boom, boom. bei dem Baum, wo 100 Bäume stehen, ne? Nein, ich habe sogar gesagt, nimm der Patrouille oder. Aber egal, ja. Es geht um den Fun und das macht es auf alle Fälle. Also für alle, die es noch nicht kennen, die noch skeptisch sind, weil das Spiel ist ja so wie momentan alle AAA-Produktionen, spalten ja schon wieder mal das Gaming-Lager. Zwischen den Leuten, die sagen, ja super und toll, und die anderen, die schreien Hexenwerk. Also nicht Hexenwerk, aber angeblich ist es der komplette Schrott. Wir also ich haben kann unseren dem, Spaß. Ja, ich kann dem nicht zustimmen. Man muss halt, was man vielleicht bei dem Spiel sich nicht erwarten darf, ist ja, der große Story oder so. Es ist das Typische wie im amerikanischen Hollywood-Actionfilm. Genau. Die Amis sind die Guten, die Drogenkartelle sind die Bösen. Genau. Die Diktatur in dem Land ist natürlich noch viel böser. Und die guten Amis befreien die arme Bevölkerung und unterbinden den Drogenhandel. Also so wie man es von jedem Film kennt. Eigentlich 0815, ne? Ja. Aber was das Tolle ist an dem Spiel, wenn man Multiplayer spielt, also Coop, so wie wir beide, und noch besser wäre es wahrscheinlich zu viert, ist das Feeling, was man hat, dass man da als Spezialeinheit quasi so in der Gruppe sich abstimmt, wer macht was, und da überlässt einem das Spiel auch wirklich sehr viel Freiheit. Es ist Open World, es hat keine Schlauchlevels oder so. Man kann jede Mission angehen, wie man will. Ebenso wie wir beim letzten Mal mit dem brachialen Radpanzer oder eben Snipern. Das war einfach nur geil. Ja, man kann Dokumente in einer Mission finden, indem dass man rein im Stealth-Mode alle Gegner umgeht. Oder halt dann snipert und teilweise im Nahkampf, also quasi Nahkampf halt, im Häuserkampf dann die letzten Gegner noch beseitigt. Und die Atmosphäre. Also für mich lebt dieses Game von der Irrsinnsatmosphäre. Ich glaube, das reale Bolivien, glaube ich, macht da nicht viel mehr her. Ne? Von der Natur her und so weiter, wie es da im Game gebaut ist. Also das kann Ubisoft. Das ist das, was mich immer bei den Ubisoft-Games so extrem fasziniert. Ist ja auch bei Anno so. Genau. Also oder Assassin's Creed, das hat einfach Stimmung. Wenn man Assassin's Creed, der erste Teil, ist jetzt mittlerweile sehr alt, grafisch sicher keine Perle mehr. Aber diese Atmosphäre, was da kommt von dem Jerusalem, die Kreuzritterzüge, was da gerade stattfinden oder stattgefunden haben, das ist ja während die ganzen Städte dort besetzt sind von den Kreuzrittern. Das hat einfach Stimmung. Gilt auch für alle anderen Assassin's Creed-Teile. Also wenn man einmal den zweiten Teil gespielt hat mit Florenz, Venedig und so weiter, und man war da jetzt schon einmal selbst. Das Einzige, was mehr italienisches Feeling liefert wie Assassin's Creed 2, ist ja, direkt Urlaub in Venedig zu machen oder Florenz, je nachdem. Vor lauter Reden mache ich jetzt einen Blödsinn auch noch. Nein, ist ja wurscht. Nein, nicht. Aber ich mache auch ziemlich hirnlose Arbeit. Ich repariere gerade den Gartenzaun. Den Gartenzaun repariere ich. Wir sind nämlich gemischt unterwegs. Der Gartenhof. Wir sind nämlich gemischt unterwegs. Bei mir ist noch alles Englisch. Und bei dir ist es schon Deutsch, ne? Ja. Weil du hast ja das neue Steam und das alles neu installiert. Ja, ich weiß es bis jetzt nicht. Ich glaube eher, es liegt rein nur am 7 Days. Wenn du das einmal deinstallieren würdest und neu installieren, dann wäre es wahrscheinlich in Deutsch. Die haben ein Sprachpaket mittlerweile rausgebracht. Ja. Und bei mir war halt die Installation. Deswegen werden wir jetzt vieles vermutlich gemischt ansprechen. Ja. Nur zur Info. Multikulti. So wie die Painmittel oder so. Genau, die Painmittel. Eben Multikulti. Es handelt sich hierbei um kein Penetrationsmittel. Das sind die Painkillers oder die Schmerzmittel. Ja, vielleicht gibt es ja mal ein Wörterbuch. Ja, wir versuchen gerade deutsch-englischsprachige YouTube-Videos zu erzeugen. Deshalb wird ein Wort immer in Englisch und Deutsch gleichzeitig gesprochen. Also Painmittel zum Beispiel oder eben die Gartenhoh. Genau. Mit der Gartenzaun. Mit der Gartenzaun. So, eine Länge hätte ich.
bisschen fade hocken, aber gut soll sein. Ich mag da nicht anders drüber laufen. Ja, die Spideys haben wir festgestellt. Ich glaube, die kommen über den Zaun, oder? Die Spideys kommen über den Zaun. Ach so, ja, stimmt, ja. Ja, natürlich, die Spinnenzombies. Spinnenzombies. Spinnenundote oder Spider-Zombies. Die klettern. Deshalb haben wir ja im Gebäude auch diesen Kletterschutz. Mhm. Das ist eigentlich ausschließlich mit denen. Ja, alle anderen Zombies können das ja nicht. Ja. Der Zombiehund als Fassadenkletterer wäre was Neues. Interessante Idee. Horror. Für mich absoluter Horror. Das Schlimmste für mich sind eben die Hunde. Ja, die Geschwindigkeit. Wobei, man muss sagen, Funpimps hat ja, obwohl sie das Spiel mit jeder Release, also Alpha-Release, schwieriger gemacht hat, gerade bei den Hunden ist das nicht so. Okay. Also die sind, die halten deutlich weniger aus als wie früher, meiner Meinung nach. Mhm. Ja, aber wir spielen halt doch knapp im Hardcore-Modus und deswegen ist das drumherum schon stressig genug. Und dann noch die Hunde, das, ja. Coole Sache, oder? Ja, absolut. So, ein paar Fenster noch. Ja, geht ja eh voran. Was ich jetzt nicht ganz verstehe, ist... Da bin ich in der Flucht und stehe auf den an und da drüben der Fackelhalter ist eins davor, die ganze. Okay, ja gut, ist so. Ist so, wegschremmen wäre glaube ich ein Blödsinn. Nein. Da wird nichts geschränkt. Nö. Keine Zeit für Unnötigkeiten. Da wäre halt cool, hier vorne da auch noch einen Eingang machen, weil dann, das wird vielleicht viel. Hörst du, magst einen Lärm? Ja, lass mich. Jetzt darf ich. Blödsinn her, da mach ich da. So. Jetzt nehmen wir weg. Ich hätte es allerdings auch noch eines höher machen können. Ja, was ich vergessen habe, ich wollte euch eigentlich in einer der Aufnahmen, aber das werden wir vielleicht nach dem Tag 35 dann noch machen, euch mal kurz die Mine zeigen. Ja, die ist monströs. Das hat man im Zeitraffer nicht gesehen. Ja, wir mussten ja jede Menge farmen. Ein Gefühl bekommt es genau, mal, wo die ganzen Materialien herkommen. Also schauen wir dann vielleicht einmal später, zwischen 35 und 42 dann mal runter. Wir haben da etwas von Minecraft übernommen, das Mining. Echt schon wieder verkehrt. Ja, das Schema ist natürlich angepasst zu 7 Days, aber ich glaube, dass wir die Gänge noch immer viel zu engmaschig zu machen. Ja. Die könnten, glaube ich, vermutlich könnten da 5 auch dazwischen sein, aber jetzt haben wir schon begonnen mit dem 3er Abstand. Wobei, ich habe dann schon 5 Abstand gemacht. Ah, okay. Ja, und mir ist glaube ich nichts entgangen, weil wenn du Material findest, dann ist es immer geballt, ja. Ja. Habe ich da gerade einen Hund gehört? Hast du einen Hund gehört? Nein, ich habe auch nicht gebellt. Ich bilde mir ein, da war gerade ein Hund zu hören. Ich bin ja nur gespannt, ob innerhalb des Zauns Zombies spawnen. Oh. Oder aufstehen. Was ist oh? Das habe ich noch nicht bedacht. Da hast du aber nicht unrecht, weil das Gelände sehr groß ist. Willst du immer noch unten sein? Cool, kommt immer mit so Überlegungen. Ja, ich bin die Querdenkerin. Und wir müssen vor Beginn dann mal schnell meine ganze Strategie über Bord schmeißen.
Ja, das bringt Ruhe in das ganze Konzept. Ein blaues T-Shirt in grün. Ne? Ja, sie überlegt. Was will er? Was will er dann mir sagen? Qualität grün, blau ist Farbe. Das werden wir unter Umständen aufheben. So, dann werden wir da zumachen. So, ich werde mir deins gleich anschauen. Ich habe nur noch ein Fenster. So. Also nachdem ich ja da irgendwann einmal mit einem ganz anderen Konzept begonnen habe, sieht man jetzt noch nicht die Schneckenform so richtig eindeutig, aber ich glaube... Ja, das wird für mich ein Hit zum Laufen. Weil ich kann sich's, glaube ich, langsam schon mal vorstellen. Also diese Reihen da, die werden nur einmal aufgebrochen werden, je nachdem, wo dann diese Schneckenkanäle durchgehen. Vielleicht gibt es ja mal ein Jetpack in 7 Days und dann kann ich wenigstens drüber fliegen. Genau. Aber ich glaube, das werden sie nicht machen. Nein, es ist ja also, ist ganz Standard in der Postapokalypse Jetpacks. Sehr fein. Na schau, der ganze Mais da. Gut. So. Dann werden wir da welche aufstellen. Ah ja. Dann. Ich schau mal. Ich habe jetzt noch ein paar Woodlock Spikes. Ah, jede Menge gebrochenes Glas. Passt. Das können wir verarbeiten. Und 105 Wood Spikes. Wenn du willst, komme ich und helfe dir. Sonst schmeiße ich mich in den Garten. Ja, wäre cool. Weil mir gehen die Woodspikes bestimmt aus. Okay. Ich laufe schon. Nein, wo? Ruhe, bitte lasst unser... Eine Schreierin. Und im Hof auch. Wo, wie, wo im Hof? In welchem Hof? Im wo, nicht wo der Brunnen ist. Also, das, wo du angebaut hast, oder was? Ja. Wie kommen die dorthin? Da ist einer gespawnt, warum weiß ich nicht. Im Süden ist einer. Im Süden ist eine Schreierin, die versuche ich. Und Hunde. Hat sie dich schon gesehen, oder? Ja, die sind ja schon ein paar da. Geht schon los. Ich komm schon. Ja, was heißt das, geht los? Ja, es sind schon ein paar da. Ja, okay. Oh mein Gott. Kacke. Ja, so in etwa. Ein Feral-Zombie ist dabei, gell? Und ich ein Hund. Ich überlege gerade, wie jetzt am besten und der Hund. Ich komm schon. Da ist relativ ruhig. So, ich hoffe, du hast ein paar Zaunelemente. Du bist im Hof, oder? Oben drauf. Ah ja, da. Tür. Scheiß Feral-Zombie. Alter! Ja, genau. Ich hab das erst repariert. Bitte, wo ist denn da noch was? Hört mal auf, aus dem Garten zu nehmen zu schlagen. Unter uns müsste irgendwo
irgendwo angegangen. Ja, weil im Hof einer Wahnsinn habe ich mich erwischt. Ah, da. Oh, der Schlag. Da ist ein Hund da auf der Bär. Echt? Und das ist X. Zombie ist auch X. So, jetzt schau ich aber den rüberen Hof an, oder? Nicht, ich höre trotzdem noch einen Hund. Ja, gleich, okay, ich kann nicht. Nein, ist. Hören. So, da ist nichts mehr. Ach, keine Pferde mehr. Super. Also, da bei uns herinnen ist keiner mehr. Kann man draußen wo sein. Okay, warum? Ja, dort liegt er ja. Nein, ich suche halt. Das Boot, warum liegt er die nicht auf? Oh, der Feral-Zombie ist auch schon X. Passt. Ja, der liegt keine. So, und da ist auch X. Oh. Gut, das heißt, ich muss da raus, weil den würde ich gerne lupen. Komm ich da runter? Ich glaube nicht. Ich glaube, da vorne habe ich noch immer den Woodframe dran. Aber du müsstest runterkommen. Okay, der Hof ist auch gereinigt. Oh ja. Ich mache den Hof. Irgendwo höre ich was. Ja, ich glaube auf der anderen Seite geht's jetzt da. Super. Und? So, ich baue das da aber ab, ja. Ja. Und geh weg. Ich will ja deine Haut. Kapierst du das nicht? So. Hatte ich nicht. Nein, ich hatte nicht. Jetzt habe ich. So, machen wir sich ein so ein simples Knife. Nett. Und dem hat sich auch nichts geändert von den Beratungen, du kriegst nicht mehr die Magnum-Teile. Ja. Das ist okay. Verlass. Warum die spawnen die hier drinnen? Das ist mir nicht klar. Ich hab's auch so schon ausgerechnet. Ja, weil das Gelände so groß ist. Das hat, glaube ich, mit der Größe zu tun. Nicht mit dem. Okay. Ja, in der Nacht werden wir noch einige Bolzen machen müssen. Wo muss ich jetzt hin? Da muss ich hin. Irgendwo im Garten sind wir in die Nähe. Ich weiß gerade nicht, wo ich bin. Hallo? In der eigenen Base-Suche muss er nicht verlaufen. Ich weiß wirklich nicht, wo ich bin. Hallo, gibt's das? Ist da vorne das Eingangstor dadurch, dass wir alles umgebaut haben? Ah ja, war. Jetzt runter zu mir. Oh Kacke, ich will jetzt noch einmal fortsteigen. Oh Kacke. Ich schau vorne raus mal. Sie nichts. Ich lauf's mal gerade rundherum ab. Okay. Ich bin jetzt im Südwesten. Auf die Westseite entlang. Okay. Ich schau im Norden. Ah ja, da Maschinen. Höhle. Oh. Draußen. Dölle ist weg. Oder? Ja, das musst du aber in der Schmiede erzeugen. Ja, aber trotzdem, dann starte ich es einfach mal. Weil wir werden es brauchen. Da kommt schon wieder.
150 Pfeile. Pfeilspitzen so. Ja, ja, die drin sind, die kannst du nehmen. Okay, dann nehme ich noch ein und pause einfach. Also 250, glaube ich, decken sich. Nein, maximal. Über 300. Ja, bei den Pfeilspitzen, aber nachher dann bei den. Achso, okay. Forged Iron ist gestartet. Schlimm. Das legen wir mal weg, das brauchen wir nicht. Pfeile. Brauchen wir. So, dann Crossbow. Die Westseite ist ruhig. Dann schaue ich auf der Nordseite. Ja, da können wir ja schon wieder einiges machen und erledigen. Boah, das kommt weg. Nordseite ist eigentlich komplett ruhig. Okay. Da merke ich auch nicht wirklich Beschädigungen. So, die Ostseite runter. Ja, wir sind auch schon wieder weit über der Zeit, sehe ich gerade. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Weiß gar nicht, ob es meine Ansage war. Ja. Wenn ja, dann schaltet es wieder ein bei 7 Days to Die. Wir haben jetzt noch kurz den Nachmittag und dann geht es natürlich rein in die Blutnacht. Und bis dahin, happy gaming, viel Spaß mit den Zombies und ciao. Ciao.